Attacke! Die Banditen greifen uns hier vorne an. Mein erster brutaler Kampf. Einmal hier oben rauf. Einmal rennen, bitte. Die haben Feuer frei. Einmal gratis. Einmal hier links rein. Die greifen hier ebenfalls an. Und bei denen ist die Moral gleich zerbrochen. Die rennen sofort weg. Es kann durch Friendly Fire vielleicht ein paar Verluste geben, aber hey, das sind Söldner. Wir sind gekommen, um Geld zu verdienen. Noch mehr Einfluss für uns. Jetzt haben wir 1100 und damit können wir die nächste Region claimen, und zwar jetzt. Aber erst wollen wir noch Beute machen. Und das sind die schnellsten und mit denen rennen wir mal rüber, weil die sind nicht gepanzert. Einmal hier vorne hin und holen uns hier noch ein bisschen persönliches Einkommen. Und dann schauen wir mal, welche Region. Wir können jetzt die nächste Region claimen. Wir schauen mal, ob es wo irgendwo noch weitere Banditen gibt. Wir haben die ja noch ein paar Tage lang. Nee, ne? Weitere Banditenlager habe ich nicht gesehen. Welche Region ist die nächste? Darf ich euch einen Vorschlag machen? Wir claimen die letzte Region, die der Gelben direkt neben sich hatte. Die hier vorne. Ja? Einfach so nach dem Motto, Leute einschüchtern. Wir stellen uns hin, breitbeinig, mit verschränkten Armen und sagen dem KI-Konkurrenten, der heißt glaube ich irgendwas wie Beutelschneider oder so ähnlich, du kommst hier nicht durch. Ja? Wir blocken den hin. Ja, man braucht einen Account bei Games Planet, weil sonst kann man über die keine Geschäfte abschließen. Aber der kostet dich nichts. Und ja, liebe Grüße an Tom. Ja, danke an Tom. Liebe Leute, begrüßt mal freundlich Tom. Der macht im Augenblick Überstunden, verkauft euch, sorgt dafür, dass ihr die Keys bekommt, wenn er dort einkauft, und weiß ich sehr zu schätzen. Und macht auch ganz viel deutschsprachigen Support, er und seine Kollegen da. Ich würde mir vorschlagen, wir machen das hier vorne. Was gibt's denn in der Region Cooles? Wir haben ein Lehmvorkommen, ein riesiges Bärenvorkommen. Ja, und der Rest ist mir eigentlich egal. Dann gehen wir hier vorne hin. Wir siedeln neben den wilden Tieren und den Bären. Hier so. Wo würdet ihr gerne siedeln? Von hier ziehen wir dann rüber. Ach, das überlegen wir uns gleich. Wir claimen erstmal das hier. Einmal claimen. Einmal 1000 Einfluss bitte. Zack, einmal raus. Nusslohe gehört uns. Also jetzt noch nicht, aber oben geht jetzt so ein Balken, der läuft jetzt einmal durch über Zeit. Wir haben schon wieder eine Region geclaimt hier. Chris fragt, ob das Zelt für Obdachlose verschwindet von alleine, wenn alle in Häuser gezogen sind. Wir haben eben gehört, dass manche Leute über einen Minibug berichten, den ich bislang noch nicht hatte, dass die Leute nicht in die Häuser ziehen. Dann hieß es im Chat, einmal abspeichern, einmal neu laden, den Spielstand, dann sei der Bug weg. Und was wir auch mal machen können, für den Fall, dass noch mehr Banditen kommen sollten, dass wir die mal in die Mitte der Karte ziehen. Aber die sollten eigentlich nur noch in grauem Territorium entstehen und das wird immer weniger. Also wenn, dann würden die entweder hier hin oder da oben hin. Wisst ihr, was wir pokern mal? Schicken wir einen Trupp hier hin und den Trupp schicken wir hier unten hin. Oder an den Rand. Einen mal hier hin. Und einen hier vorne hin. Wie findet ihr die Musik von Mellalords? Schnelle Frage in den Chat. Wie sieht die Obdachlosenzelte verschwinden von alleine, wenn alle Leute in Häusern leben? Ganz genau. Auch die Vorräte, die bei Partiestart überall liegen und abtransportiert werden müssen, verschwinden, sobald man ein Lagerhaus gebaut hat und einen Speicher für die Nahrungsmittel, in beiden auch eine Familie als Arbeitskräfte zugewiesen hat. Und dann vergeht eine kurze Zeit, dann bringen die alles rein und dann sind die Vorratsstapel auch weg. Musik gefällt euch, auf Dauer anstrengend, meinte Hessen-Chaot. Echt? Erinnert dich an Patricia 2, meinte Akira. Erinnert an Mittelaltermärkte.
Jaguar, hey, jetzt erst gesehen. Verzeih mir bitte, danke fürs erste Abo. Willkommen bei uns. Bitte Blumen aus dem Chat. Willkommensblumen für Jaguar, schließt sich unserer Twitch-Community an. Danke dir für dein Abo. Weiß ich sehr zu schätzen, dass du an diesem aufregenden Tag für diese kleine Geste dir Zeit nimmst. Das klingt zwar, als wäre das nichts Dolles, aber ich weiß, wenn man fiebert, dieses Spiel endlich spielen zu können, dann Zeit ist oft das Kostbarste, was man im Leben hat. Und kurz das zu nutzen, dass das Amazon Prime-Abo, das du gratis vergeben kannst, für diese kleine Geste, kostet dich gerade ein bisschen Zeit, obwohl du vielleicht dem Spielen entgegenfieberst. Und das weiß ich ernsthaft sehr zu schätzen. Danke dir. Die Grenzen von den Häusern im Nachhinein kann man, glaube ich, nicht mehr verschieben. Nein. Haben wir mittlerweile in irgendwo genug Bretter für den Bau? Das ist das Sägewerk hier mittlerweile fertig in St. Bonifatius. Hatten wir eins gebaut? Hatten wir ein Sägewerk hier gebaut? Noch nicht, ne? Hatte ich vergessen, eins zu bauen? Oder wollte ich noch keins bauen, ein Sägewerk? Hallo Grütlinger, du hast den Fehler, der Handelsposten sei nicht mit der Königstraße verbunden. Du hast überall schon Straßen gebaut. Also ich hatte den Fehler auch mal bei einer Partie und ich glaube, ich hatte gespeichert und neu geladen. Ich bin mir allerdings nicht sicher. Ich glaube, so hatte ich das behoben. Probiert es mal aus. Welche Art von Häusern für den Anfang empfehlen? Immer für den Anfang empfehlen Häuser mit einem kleinen Stall in der Nähe von Kornspeicher und so halbwegs in der Nähe der Arbeitsplätze auch. Grütlinger, danke fürs Abo verschenken. Torun hatte dich beschenkt und du hast verlängert. Danke dir. Wir gucken mal, ob hier vorne eine Sägegrube ist. Ich kann nicht auf alle Kommentare immer reagieren. Coacht euch auch wechselseitig. Ich gucke auch immer wieder ins Spiel rein. Bin ein bisschen. Wo ist denn die Sägegrube? Seht ihr die? Hatten wir eine gebaut oder hatten wir keine gebaut? Hatten wir die? Ist die Jagdhütte mittlerweile da? Die Wildbeuterhütte, da können wir eine Familie rauspacken. Nee, das Fleisch war hier zu weit weg. Hatten wir eine Sägegrube oder hatten wir keine errichtet? Brennholzhütte läuft, so weit, so gut. Ich glaube, die hatten nur drüber geredet, ne? Danke fürs Abo verschenken an Mario von Grötlinger. Danke dir. Nette Geste. Habe ich noch nicht gemacht. Ja, vergessen. Wahrscheinlich rede ich zu viel mit euch. Wer ist der Meinung, ich rede zu viel mit euch und spiele zu wenig? Und wer ist der Meinung, ich spiele zu viel und rede zu wenig mit euch? Ich weiß schon, was die Leute auf YouTube hier drunter schreiben werden, aber ich frage jetzt mal die bei live antworten können. Wollt ihr, dass ich mehr rede oder dass ich mehr spiele? Oder ist alles gut so, wie es ist? Wir haben keine Sägegrube gebaut, ne? Nee, das müssen wir noch machen. Die bauen wir in der Nähe des Holzfällerlagers hin. Alles gut so. Ja, wunderbar. Da fällt mir ein kleines Steinchen vom Herzen. Das könnt ihr dann gleich auflesen und bitte in das Lagerhaus bringen. Das landet in der nächsten Kirche. Mehr reden und mehr spielen. Haptisch im Auge. Einmal ein Brennholz bitte. Einmal Sägegrube bitte. In der Nähe hiervon. Hier hinter können wir die machen. Der hier direkt gegenüber. Das ist die. Ja, hier irgendwie in die Nähe. Wobei ich nicht weiß, ob die das direkt rüberbringen. Das habe ich nicht kapiert. Oder ob die immer den Umweg gehen über die Lagergrube. Deshalb. Winter kommt. Oktober. Habt ihr gehört? Wie der Herbstwind heult. Liebe Leute, es wird kalt. Der nasse Herbstwind peitscht uns mittlerweile ins Gesicht. Da hilft nur eins bei der raufdröhnenden Kälte. Gruppenkuscheln. Auf YouTube oder im Twitch-Chat. Ohne Gruppenkuscheln gehen wir alle, wenn wir alle erfrieren. Gruppenkuscheln im Chat wird angesagt. Tobok, danke fürs Abo verschenken an Glorfinders. Ich gehe mal gucken, ob alle auch genügend kuscheln hier. Die Leute, die mein Review-Video gesehen oder gehört haben auf YouTube, mein Scheinwerfer, bitte liebe Chatmods einmal posten, die wissen, dass ich das da auch schon mal erzählt habe. Ich weise gerne beim Stichwort Kuscheln kurz darauf hin. Falls es euch nicht aufgefallen ist, in diesem sehr authentischen Spiel gibt es keine Kinder. Nur Erwachsene. Und zweiter Hinweis, in jedem Wohngebäude leben genau drei Menschen. In jeder Familie. Und jede Familie besteht aus exakt
zwei Männern und einer Frau, egal welches Haus ihr anklickt, egal in welcher Stufe, es sind alles Erwachsene. Zwei Männer, eine Frau, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen, ob ein Teil davon Gesinde ist, ob das eine Großfamilie ist, ob Eheleut plus ein Geschwisterteil, ob angeheirateter Schwager oder Schwägerin, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Hier wird gebaut. Sehr schön. Eine Sägegrube wird errichtet. Ja, es gibt viele Spieler ohne Kinder. Das Witzige ist, in den meisten Spieletests, die ich gelesen habe zum Spiel, wird das überhaupt nicht erwähnt. Es wird überall... Also ich sage nicht, dass es deshalb ein doofes Spiel ist. Ne? Habe ich auch in der Review nicht gesagt, das wäre albern. Es hat spieltechnisch sicher einige Vorteile. Mir ist das nur deshalb so markant aufgefallen, weil das Spiel immer wieder so gelobt wird, auch in Reviews gelobt wird für die Authentizität und weil ich das als, und das wird meistens nirgendwo erwähnt, und weil ich das so witzig finde, weil es ein Schlaglicht darauf wirft. Es gibt mittlerweile viele bei Computerspielen, viele Spielerinnen auch. Ja? Das war zu Beginn der Computerspielerei ja anders. Auch wir haben viele Spielerinnen und nicht nur Spieler in der Community. Wir haben Community-Moderatorinnen und nicht nur Community-Moderatorinnen. Und das finde ich persönlich auch sehr, sehr angenehm. Aber das ist so eine Sache, das ist fast schon ein Sprung in die Vergangenheit. Weil in der Vergangenheit haben sich halt viele zu Beginn in der damals noch männerdominierten Spielerwelt, legten viele einfach nur so Wert auf so technische Dinge. Na, und ich glaube, das ist so ein kleines Relikt noch aus der Zeit, wo Spiele mehr so technisch betrachtet worden sind und, der Blick darauf, ob das Spiel authentisch ist, wird dann dominiert davon, ob die Gebäude im Detail so aussehen, wie es historisch verbürgt wäre, ob die Waren so sind, wie man es kennt, ob die Leute so gewandelt sind, wie es eine Richtigkeit hat. Aber sowas wie Kulturgeschichte, Mentalitätsgeschichte, Sozialgeschichte. Wie haben die Leute gelebt? Und so eine simple Sache, gibt es da Kinder oder nicht? Also ganz im Ernst ist meine Überzeugung, dass das so vielen Testern nicht auffällt, ist meiner Meinung nach ein Relikt davon, dass immer noch zumindest der Spielejournalismus, also jetzt nicht überwiegend von, es ist nicht so, dass da nur Männer arbeiten würden, aber es gibt immer noch weniger Spielejournalistinnen als Spielejournalisten und das ist meiner Meinung nach, gibt es da einen direkten Zusammenhang. Meiner Meinung. Hier entsteht die Sägegrube. Einmal wieder raus. So, wir müssen uns das Geld holen. Ja, wir holen uns noch etwas Geld und Gold hier. Die Region haben wir fertig geclaimt. Wir haben Nussloch beansprucht, Dark Mark Malkaff. Wir waren das. Nee, nun klappt das nicht. Jetzt hat es geklappt. Das ist das Geld für unsere private Schatzkammer, damit wir weiterhin Söldner rekrutieren können. Alles gut. Jetzt gehört uns Nusslohe. Wir haben noch kein Camp hingebaut. Aber ihr seht jetzt schon mal, der Ort ist jetzt rot. Das ist Nusslohe und wir können jederzeit dort ein Siedlungslager errichten. Tipp für euch, falls ihr spielt, falls ihr in der Region geclaimt habt, baut das Siedlungslager nicht im Herbst oder im Winter. Das könnte doof enden. Ja. Baut das lieber im Frühjahr, vielleicht so April, dann könnten die Leute in aller Ruhe für Nahrung sorgen, die ersten Sachen machen und wenn doch der... Also die werden nicht erfrieren und so weiter. Also macht lieber im Frühjahr. Und die beiden Regionen sind noch leer. Da braucht man für jede 1000 Einfluss zum Claimen. Das ist hier unten. Und die müssen wir irgendwann den gelben abnehmen hier. Wir gucken mal, ob wir irgendwo noch ein weiteres Banditenlager sehen. Noch haben wir die Söldner. Ich kann sie nicht sehen. Mit viel Glück entsteht noch irgendwo einer. Wir sammeln auch ein bisschen Einflusspunkte über den Zehnt, aber nicht so viel. In St. Bonifatius ist das Sägewerk da. Klasse. Da vorne steht es. Eine Familie rein. Bretter. Jetzt wüsste ich gerne, wer die Bretter hingebracht hat. Wir können jetzt die Kirche bauen. Das machen wir jetzt. Wir bauen hier die Kirche jetzt. Sucht mal mit mir einen schönen Platz für die Kirche. Malzmaid. Das ist der Ort, in dem wir im großen Stil Landwirtschaft betreiben werden. Deshalb wollte ich hier auch zuerst die Kirche haben, weil die sollte helfen, das spirituelle
das spirituelle Bedürfnis der Damen und Herren hier zu befriedigen, sodass alle glücklich sind, sich zwar nicht nur zur Natur, sondern auch zu ihrem himmlischen Herrn verbunden fühlen. Und wenn die Zufriedenheit dann über 75% zieht, dann 2 Familien pro Monat rein und nicht nur eine, dann können wir in der nächsten Saison Landwirtschaft betreiben. Kirche muss immer neben das Wirtshaus, Bes, Basenga. Wir haben kein Wirtshaus. Was bringt es, das Obdachlosenlager in ein Arbeiterlager zu bauen? Die Frage verstehe ich gar nicht. Obdachlosenlager kann man nicht bauen. Die Frage verstehe ich nicht. Mit welcher Taste ich in die First-Person-Ansicht wechsle, fragt Freddy über den Button hier oben. Guck mal, da oben ist so ein mit der Maus. Und da oben ist so ein Auge, da klickst du drauf. Also, ich hätte die Kirche gerne halbwegs zentral. Landwirtschaft können wir überall hier betreiben. Ich würde gerne hier unten viel Landwirtschaft betreiben. Das Bauernhaus kommt hier hin, hier kommen die ersten Farmen hin, dann müssen wir nicht alles roden. Und die Kirche würde ich dann gerne hinbauen, nicht in der Nähe von Lagerhaus und von Speicher. Das sind die Gebäude, wo wir viele Arbeits... Das ist das Lagerhaus und der Speicher war, glaube ich, hier links. In der Nähe nicht, weil da würde ich eher die Industrie und die Betriebe drumherum bauen. Ich könnte mir vorstellen, hier machen wir Holzwirtschaft, hier wird auch drumherum viel entstehen. Sägegrube war hier auch, hier werden viele hier vorne hin. Das kann ich mir vorstellen, hier so hin. Hier würde ich gerne die Kirche hinsetzen. Das finde ich sehr cool. Gerne auch auf einen Hügel. Hügel haben wir allerdings nicht wirklich hier. Hier würde ich gerne die Kirche hinpacken. Hier hin. Sollen wir schauen, ob wir eine schöne Kirche hinbekommen? Tipp für den Handel am Anfang, fragt der Hessen-Chaot. Mein Tipp wäre nachwachsende Rohstoffe. Holz. Holz kriegst du in irrem Tempo früh. Bretter frühzeitig. Die Handelsrouten sind unterschiedlich teuer. Eine Bretterhandelsroute freizuschalten ist billig. Und danach kannst du für 2 Gold pro Brett Handel betreiben, dann Gold ansparen. Also, und danach kannst du zum Beispiel entweder Pfeile oder Schilde herstellen. Und die kannst du, das ist sofort danach, die nächste Produktionskette nach den Brettern. Und die kannst du schon für 5 Holz verkaufen. Und das ist das Bellings stimmt da einfach nicht. Also diese Güter sind relativ teuer. Du kriegst gute Preise und haben ganz kurze Produktionsketten, nachwachsender Rohstoff. Das ist einfach eine ganz simple Möglichkeit, um an Geld zu kommen. Wir bauen hier die Kirche. Gibt es, glaube ich, bei den Wohnhäusern, ne? Da ist die Kirche. 10 Steine, 50 Bretter, 5 Bauholz. Mit Haupteingang nach unten hin, oder? Ich mache das Snappen mal weg. Wäre euch das so recht, in dieser Weise, schaut mal hier. So würde ich die gerne hinsetzen. Was sagt ihr dazu? Ist das so okay für euch? So die Kirche. Wer der Meinung ist, WB Baus sollte bitte jetzt in den Chat reinschreiben. WB, Bau, WB, Bau, General Mump, danke fürs 27. Schönen Nachmittag an dich, Wolfsbane, danke fürs 15. Schön, dass ihr dabei seid. Nochmal danke an Havok fürs Abo verschenken, an Glor. Finders, Bau, WB, Bau, schreiben die Ersten. Alex, Freddy, Let's Fets, alles klar, Bau, WB, Bau und ein Baum muss gefällt werden. Achtung, Disclaimer. Für den Bau dieser Kirche musste ein Baum sterben und da ist er. Straßenanschluss ist er auch da. Wir haben nur 2 Familien für den Bau, das dauert relativ lange. Wir haben im Augenblick keine weiteren Bretter bauen. Holzfällerlager. Legen wir mal still. Wir haben nicht genug Wohnhäuser. Wir haben genug Holz noch für weitere Wohnhäuser, dann sparen wir eine Familie für den Bau. Und ich würde auch die Sägegrube, eine Familie werfen wir raus, einmal kurz deaktivieren, damit wir so viele Träger haben, so viele Bauarbeiter, dass zügig die Kirche gebaut wird hier.
Ja, immer wieder wird das zu Recht im Chat gepostet. Achtung beim Deaktivieren von Gebäuden und beim Entfernen von Familien. Wenn ihr ein Gebäude habt, wie zum Beispiel dieses hier, wie ein Lagerhaus, da gibt es, da haben die Familien meistens so ein Symbol wie das hier. Und das heißt, diese Familie betreibt einen Marktstand. Das heißt, die hat auf dem Marktplatz, den ihr ohne das Ausgeben von Ressourcen irgendwo anlegen könnt, die setzen dann selber so einen kleinen Marktstand hin und sorgen dafür, dass die Waren verteilt werden. Das sind Sympathie, Paar Start, vor allem Brennholzstände. Im Prinzip reicht es aus, dass mindestens eine Familie im Lagerhaus drin ist. Falls ihr einen Marktplatz habt und mehr werdet ihr zu Beginn nicht haben, dann gibt es hier einen Stand und das ist dann schon mal okay. Wenn ihr das Gebäude komplett deaktivieren würdet, würde der Stand verschwinden. Zwei Familien braucht ihr nicht, aber eine sollte da sein. Ist keine Familie da mit so einem Symbol, dann könnt ihr das Gebäude ruhig deaktivieren. Das ist nicht schlimm hier. Immer wieder kommen Leute rein, die über einen Bug berichten. Simsalabim zum Beispiel. Und ich vermute, der Bug ist entstanden durch einen Day-One-Patch, weil den hatte ich in meiner alten Version nicht. Ich tippe drauf, das ist der Day-One-Patch hat das versorgt, dass man nämlich dass das Obdachlosen-Camp nicht verschwindet, obwohl man genug Wohnhäuser hat. Tipp, Workaround, abspeichern, neu laden. Dann sollte das weg sein. Ich spiele mit Grundwasser. Ach, du fragst jemand anders, alles klar. Schönen guten Nachmittag. Ja, ich bin ja ein kleines Risiko eingegangen, als ich das heute gesagt habe. Ich habe gesagt, heute ist Release. Wenn man mal ein Projekt, wenn man einen Stream auf Twitch, in dem jeder für sich spielt, aber wir gemeinsam das Spiel genießen und den Release genießen, den ein bisschen feiern, Tipps und Tricks austauschen, eine Anlaufstelle auch darstellen für die deutschsprachigen Fans dieses Spieles, damit die sich austauschen und coachen können. Und das war ein bisschen so ein Experiment, weil ich will ehrlich sagen, das ist für die Chatmods natürlich, für mich auch, schon ein bisschen anstrengend, so einen riesenlangen Stream an einem Werktag anzubieten. Und ich wusste nicht genau, wie viele Leute kommen. Und es hat geklappt. Und das freut mich total. Es freut mich für mich. Es freut mich für euch, für diejenigen, die früh gekommen sind, denen ich gesagt habe, kommt früh, könnte spannend werden, dass sich das für euch auch gelohnt hat. Und es freut mich für die Community-Moderatoren, dass sie ihren Nachmittag hier nicht vergeben zu opfern. Über 1400 Männerlords-Fans hier, die dabei sind bei diesem kleinen Projekt, bei diesem Release-Event. Danke an alle Beteiligten. Danke vor allem an die Moderatoren. Schön, dass ihr das macht hier.